Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kochen mit Raudl. Heute versteht es mir wahrscheinlich ein bisschen schlecht, weil da rundum und um laut ist. Wir sind nämlich in Chipiona in Spanien und gehen jetzt in die Markthalle. Und da kaufen wir Zutaten für unsere Rotbarbe mit Olivengemüse. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes brauchen wir mal Tomaten und ein Paprika. Ein Staudensellerie brauche ich auch. Da bin ich gespannt, ob es einen hat. Oder ob ich es auch sagen kann, was ich will. Jetzt sind wir vom Strandausflug wieder daheim und jetzt zeige ich euch mal die Küche. Da habe ich schon hergerichtet, damit es gleich losgehen kann. Und das sind jetzt die Zutaten. 500 Gramm reife Tomaten, 2 Paprikaschoten, ich habe jetzt bloß eine gekauft, weil es so groß war, 250 Gramm Staudensellerie, 2 Orangen, Zwiebeln, Knoblauchzehen, Thymian, da habe ich einen getrockneten und Petersilie habe ich auch eingefrorene. Denn in diesem Land war noch nicht der Schubeck aktiv, damit man da frische Kräuter hat. Und dann Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, Zucker, schwarze Oliven und das Wichtigste natürlich, das liegt da hinten. Das sind unsere Rotbarben. Die sind jetzt allerdings noch mit Innereien und Schuppen. Die muss ich jetzt noch sauber machen. Als erstes schneidet sie meinen Bauch auf. Und zwar da von hinten angefangen nach vorne durchziehen. Und dann kommen die Innereien raus. Ich schmeiße mir jetzt rein, da habe ich einen Stopsel leider, damit das nicht durchlaufen kann. Das schneide mir dann ab. Und dann wird von hinten her geschuppt. Ihr packt meinen Schwanz und wichtig ist, dass das Messer nicht so scharf ist, damit es nicht einen Fisch einschneidet. Und so fährt es dann immer entlang am Fisch. Und dort die Schuppen raus. Und wenn ihr jetzt putzt habt, müsst ihr noch waschen. Und dann langt von hinten nach vorne, ob noch irgendwo Schuppen sind. Aber aufpassen, dass euch da nicht steckt. Innen drin auch sauber auswaschen. Und da ist wichtig, dass dieses Blut da auswascht. Das hat mir mal ein alter Fischer so erklärt, dass in diesem Blut, dass das so bitter ist. Also schön waschen und sauber machen. Und zum Schluss nach dem Bade sauber abtrocknen. Jetzt dort es kurz salzen und pfeffern. Und in den Bauch kommt ein bisschen Petersilie und da habe ich ein wenig so einen Sellerie draufgeschnitten. Das kommt da ein wenig als Füllung rein. Jetzt fange ich damit an, dass ich eben die Tomaten halte als erstes. Dafür schütte ich ein kochend heißes Wasser über meine Tomaten drüber. Die habe ich zuvor schon kreuzförmig eingeschnitten. Das geht ziemlich schnell, dass da die Haut runtergeht. Also immer gleich schauen, nicht damit euch da nicht so viel Haut an der Schale traubiger bleibt. Da ziehe ich jetzt schnell die Haut ab. Und dazu tue ich da das Innenleben raus. Und das tue ich aber wieder in die Schüssel rein, weil ich da den Saft auffangen muss. Und schneide das in so kleine Stückchen.
Die Tomaten habe ich jetzt alle klar geschnitten. Jetzt gebe ich den Saft da rein, das heißt die Abschnitte, und drücke das ein wenig aus. Die Paprika, die habe ich jetzt auseinandergeschnitten und das Kerngehäuse aus da, und die schneiden wir dann auch in kleine Stückchen. Und auch die Selleriestangen, die schneide ich ein bisschen auseinander und mache kleine Würfel davon. Jetzt gebe ich ungefähr 2 Esslöffel Olivenöl in meine Pfanne und lasse das heiß werden. Ich habe schon, wie ihr hier sehen könnt, Zwiebel klein geschnitten und auch den Knoblauch. Der kommt jetzt da in die Pfanne. Meine Orangen, die muss ich jetzt auspressen, und zwar 1,5 Stück. Ich habe jetzt da keine Orangenpresse, man muss halt im Urlaub immer improvisieren. Und zwischendrin umrühren nicht vergessen, damit er nichts anbrennt. Die haben jetzt schön angedünstet, da gebe ich jetzt meinen Sellerie dazu. Und eine Paprika. Und lasse das jetzt ein bisschen mitdünsten. Jetzt geben wir da ein Salz dazu, einen Pfeffer und einen Thymian. Rühre ein bisschen. Und dann gebe ich ungefähr die Hälfte vom Orangensaft dazu. Und das muss ich jetzt ganz einkochen. Jetzt ist das ganz eingekocht. Jetzt kommen unsere Tomaten dazu. Und der Rest vom Orangensaft und unsere Menge von Tomatensaft. Und die Oliven. Das lassen wir jetzt wieder ein bisschen miteinander verkochen. Jetzt kocht das ganz gut schön auf. Jetzt tun wir es noch mal ein bisschen salzen. Und ein wenig Zucker, damit die Säure von den Tomaten weg ist. Und der Petersilie. Und ein wenig Cayennepfeffer. Das heißt, ich glaube, ich habe zwar keinen Cayennepfeffer, sondern ich habe einen Rosenpaprika genommen, aber der ist auch scharf. Ein bisschen Salz. Das Rohr habe ich auf 160 Grad Umluft vorgeheizt, bei Ober- und Unterhitze 180 Grad. Da wir ja im Urlaub sind und nicht alles haben, es gibt keine Reine hier, aber wir tun das da in so eine Grillpfanne rein, in der Hoffnung, dass das auch funktioniert. So, da kommen jetzt unsere Fisch drauf. Und zwischendrin eine Orangenschale. Eine Orange, keine Schale. Aber schaut sehr, wie schön, dass das da reinpasst. Schaut doch toll aus. Und die kommen jetzt für gut 20 Minuten in den Ofen rein. Also, bis gleich. Und drinnen
und wir haben geschaut, die fallen ja schon von den Gräten runter, aufpassen, dass es nicht zu trocken wird. Jetzt tun wir es einmal raus. Und so schauen sie jetzt aus, wenn es fertig ist. Alle zwei Fische, die werden uns schon lange in die Haut rein, glaube ich. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal bei Kochen mit Traudl.